Die Tür ist im Arsch. Oh. Das werde ich jetzt nicht versuchen, oder? Genug gejammert. Einfach drunter durch. Alter, wie soll ich das denn machen? Boah. Shit. Oh, erstmal eine trinken, ey, wa? Wow. Oh, mit der Pumpgun hier, mit der Schrotflinte geht das ganz gut. Oh, Alter, bei mir dreht sich alles. Uiuiuiui. Oh. Ja, warte doch mal kurz. Mensch, Mensch. Hallo. Nicht getroffen. Hallo? Treffe ich mal? Geht doch. Scheint doch nicht so gut zu sein. War das eben bloß ein Glückstreffer? Ja, das so geht's besser. Macht euch bereit, da kommen noch mehr. Schnell und präzise, so muss es sein. Ein Glück habe ich mit Detonation gekauft. Kann ich gleich mal ausprobieren bei so einer niedrigen Decke. Fliegenklatsche. Oh mal, Fliegenklatsche kommt. Geil. Weil es so schön war. Wie viele hier sind, ey. Wenn ich mir keine Detonation gekauft hätte, wüsste ich gar nicht, wie ich das hätte schaffen sollen. Schaffen sollen. Und er ist ziemlich nah. Klopf, klopf. Ach du Scheiße. Was die wohl den ganzen Tag machen, außer irgendwelche Viecher zu jagen? Oh Mann! Frischka, steh da mal nicht so rum und mach mal was. Hallo, der Herr? Trischka, mach doch mal was! Mann, Mann, Mann! Heiße Würstchen! Würstchen, heiße Würstchen! Oh Mann, wie viele hier kommen. Das ist der Wahnsinn. Oder habe ich die Waffe gewechselt? Hoppala. Ja. So geht's natürlich auch. Meine Fresse! Hoppala!
Guten Abend. Irgendwie mal Sorgen wegen der Muni. Ich glaube, ich werde noch mal ein bisschen was kaufen. Die fressen ja förmlich die ganze Munition auf. Kommt mir noch zwei Detonationen. Und noch mehr Muni. Und weiter. Doch, wären überall Stacheln gewesen. Das Ehrenabzeichen jedes gemeinen Piraten. Da ist ein Rotierender. Geil, das sieht sehr... Komm schon, ich werde mal rein, geht rein! Geil! Alter! Ist das geil, Mann! Er bewegt sich aber! Er ist untot! Dann machen wir den meistens tot! Wieso habe ich denn jetzt so viele Ladungen? Und wie lösen wir das Problem? So würde ich mal sagen, oder? Oh, fuck. Na komm. Ja, mach ich doch schon. Werde ich noch ganz rot. Ihn zu beschimpfen bringt nichts, Herzchen. Yeah. Hackfleisch. Wir feiern eine mörderische Party. Ich bin Gastgeber. Jetzt ist er tot. Er ist tot, aber bewegt sich. Auch interessant. Mann, ist das Ding mies gebaut. Hier bricht alles zusammen. Nein. Irgendwas hat das ausgelöst. Irgendwas Großes. Hast du vielleicht eine Ahnung, Trishka? Hab eine Vermutung. Hoffe nur, ich irre mich. Meine Güte. Sieht noch erst ganz gut aus. Ich lasse es diesmal ein bisschen. Und spar mal ein bisschen die Punkte. Und wieder schön Fahrstuhl fahren. Fünfter Akt, Kapitel 2. Ein wenig aufgewühlt. Wie es scheint, werden wir jetzt den Kommando treffen. Aber ich werde erstmal eine Aufnahmepause machen. Und das mit dem Commander werden wir jetzt in der nächsten Folge erfahren. Denke ich mal. Nach sind unsere Überlebenschancen äußerst gering. Der beschissene Computer in deinem Schädel braucht dringend ein paar Antidepressiva. Aber erstmal werde ich hier das... Oder werde ich ein bisschen weiterspielen? Kacke. Kannst du uns hier rausbringen, Gray? Vorsicht, das hat ja fast freundlich geklungen. Trishka, du zuerst? Ja? Ich erst. Achso, hier. Und klettern. Kletter schneller, Schwachkopf! Ja, bleib mal ruhig! Bemühte Feindseligkeit, sie wirkt ein wenig gezwungen. Sie schafft es kaum, deine Lust zu verbergen, Mademoiselle. Super, klasse. Welches Mädchen steht nicht auf den stinkenden Piraten, wegen dem es in der Hölle gestrandet ist? Ich glaube, den Commander werden wir doch noch spielen. Also, mit meiner Peitsche habe ich auch den Kontakt zur Kingdom Terminal verloren. Sie wissen nicht, dass ich noch lebe. Aber der Kerl in der Kapsel, wenn er noch lebt, vielleicht solltest du ihn mit meiner Peitsche kontaktieren. Geht nicht. Deine Peitsche wurde beschädigt, als sie an dich gebunden wurde. Sie kann keine Nachrichten senden. Wenn er noch am Leben ist, ist seine Evakuierung im Gange. Wenn er stirbt, wird sie abgeblasen. Ganz einfach. Nur Probleme hier.
ein Mann vom Teufel spricht. Ich empfange Kampfsignaturen. Er ist am Leben. Er hält gegen einen ganzen Kopf Scouts durch. Oh, nicht die schon wieder. Ich hasse die. Ich hasse diese Viecher. Und... Bazinga! Hoppala! Sorry! Beeilung! Wir sind fast da! Mischka, warte! Oh. Ach, verdammt. Hilf mir runter. Wir brauchen sie nicht mehr. Ja, trotzdem können wir sie nicht zurücklassen. Vor kurzem wäre dir das noch klar gewesen. Eine Lektion in Ethik? Die Dinge haben sich geändert. Du gibst also auf. Du lässt den Computer gewinnen. Ja, los. Ich bin dein ewiges Gemecker sowieso leid. Sei gewarnt, Serrano steht unter meinem Schutz. Wenn du versuchst, ihn schlabbert, ja. Dann wirst du dran glauben. Dann bist du dran. Du bist dran, dämlicher Roboterarsch. Ach man. Alles nicht so leicht mit den dreien. Komm schon, Kleine. Bleib bei mir. Du brauchst dringend ein Pfefferminz. Ich hab euch gehört. Du hast das alles nur getan, um eine Rechnung mit Serrano zu begleichen? Nach allem, was er getan hat? Ja. Ich will dieses miese Stück Scheiße töten. Warum? Er hat Blut an den Händen. Mehr als du glaubst. Und das sagst du? Ihr Schweine habt unschuldige Kinder ermordet. Das ist Serranos Version. Ach, ja? Soll ich etwa lieber einem desertierten Piraten glauben? Weißt du, warum Dead Echo ausgestiegen ist? Serrano wollte uns für eine Menge üble Scheiße benutzen. Für Morde an Zivilisten, politischen Gegnern, Reportern, Zeugen. Was hast du gesagt? Reporter? Serrano soll Reporter ermordet haben? Mindestens einen. Der Mann hieß Novak. Ach ja, da war ja was. Woher weißt du das? Novak? Kennst du ihn? Mein Vater wurde von Separatisten getötet. Verdammt. Ich bin dem Chor nur beigetreten, um diese verfluchten Separatisten auszulöschen, die ihn ermordet haben. Wenn du weißt, wer es war, wer es getan hat, dann gib mir jetzt einen verfickten Namen. Ich weiß nicht, wer es war, aber der Befehl kam von Serrano. Du gottverdammter Lügner! Woher kenne ich wohl den Namen Novak? Wir haben Serranos Akten gesehen. Dein alter Herr war einer der Gründe für unsere Abkehr von Serrano. Wenn du lügst, reiß ich dir deine scheiß Kehle raus. Ich bring dich um. Langsam und qualvoll. Du wirst dir wünschen, du wärst bei dem Absturz gestorben. Jetzt wird einiges klar. Das Mädchen, was wahrscheinlich am Anfang da war, bei Novak, das war wahrscheinlich sie. Hundertprozentig. Unterhalten wir uns mal mit dem General. Commander General ist auch das Gleiche. Juti, dann werde ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Mensch, ist ja alles ganz entspannt hier. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis da.